Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum heutigen Video. Heute gibt es ja fast den dritten Teil. Wir haben schon zwei Videos aufgenommen. Sehr, sehr gut. Wenn ihr dieses Video seht, sind die auch schon alle online gekommen. Wir haben einmal über das Thema Solana gesprochen, ob wir investieren würden oder nicht. Ganz interessant. Und ein Thema, warum der Christian keine Markenklamotten trägt oder keine dicke Uhr und was Warren Buffett, Steve Jobs und die ganzen erfolgreichen Menschen auch ja, gleich haben sozusagen. Oder nee, gleich haben ist kein gutes Deutsch. Gemeinsam haben. Vielen Dank, Christian. Aber im heutigen Teil möchten wir was anderes sprechen. Nämlich, Christian ist Unternehmer, leidenschaftlicher Unternehmer, hat Unternehmen schon aufgebaut, erfolgreich, aber auch das eine oder andere vielleicht noch nicht erfolgreich. Und darüber sprechen wir. Wir fangen mit den positiven Dingen an. Erzähl mal, was war bis jetzt so dein spannendes Projekt oder dein spannendes Unternehmen, was du mit aufgebaut hast oder wo du beteiligt hast oder wie auch immer? Oh, spannendstes ist natürlich schwierig zu sagen. Also ich habe schon ein paar Sachen gemacht. Ich habe mal eine Diskothek mit aufgebaut. Ich habe eine Online-Agentur aufgebaut, wobei ehrlicherweise, als wir die gegründet haben, war das eher so eine Werbeagentur, bis ich festgestellt habe, dass das eigentlich Strategieversagen ist, alles zu können. Und wir uns dann fokussiert haben auf den Online-Bereich und dann daraus halt ein bisschen was Größeres gemacht haben. Direkt unterbrechen. Was habt ihr genau gemacht? Was habt ihr da? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Also im Werbeagenturbereich haben wir tatsächlich alles gemacht. Okay. Von wir machen Messegestaltung über Printmedien damals, doch, ist ja schon Ewigkeiten her, 2005 gegründet, also schon ein bisschen. Ach, krass, okay. Und keine Ahnung, Webseiten und Co. waren dann auch relativ schnell mit Webentwicklung und Online-Marketing dabei. Und irgendwann waren wir drei Gründer, waren wir mal auf so ein paar Seminaren und haben uns so ein bisschen damit auseinandergesetzt und haben irgendwann gesagt, hey, wir müssen uns mehr spezialisieren. So kann uns keiner wirklich wahrnehmen, als wir können das richtig gut. Und da haben wir uns gefragt, was können wir eigentlich am besten? Und dann waren wir relativ schnell bei online. Und ja, daraus ist dann halt eine Online-Agentur entstanden. Und die habe ich jetzt bis 2020 auch tatsächlich noch geführt mit. Und bin mittlerweile daraus und habe meinen Exit quasi davon hinter mir. Und was war der Grund? Also, wenn ich mir jetzt irgendwann mal vorstellen müsste, Sascha, dir komplett Index-Media hier zu verkaufen für Summe XY, dann würde mir schon so ein Herz irgendwie zerbrechen. War es bei dir auch so? Das hat mir total das Herz zerbrochen, weil ich A, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da ja total lieb gewonnen habe und das ja quasi wie mein Zuhause und meine Familie ist. Wir haben im gleichen Haus gearbeitet, also die Agentur war quasi unten und ich habe oben gewohnt. Also, das war tatsächlich eine sehr, sehr innige Beziehung mit meinem Geschäftspartner, der jetzt auch immer noch da drin ist, bin ich ultra eng befreundet und wir haben das gemeinsam quasi aufgebaut. Das war also auch was mir total am Herzen lag. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, es hat unfassbar viel Zeit gefressen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 15 Jahre, 16 Jahre fast nur gearbeitet. Bin morgens aufgestanden um 6, 6:30 spätestens und war um 20, 21 Uhr frühestens zu Hause, manchmal 22, 23 Uhr. Das galt auch am Wochenende, egal wann. Und ich habe alles versucht, immer unter einen Hut zu kriegen. Ich habe auch andere Projekte parallel gemacht, habe mal eine Immobilie gebaut, habe mich mal an einem Unternehmen beteiligt, habe mal was anderes gegründet, weil wir da Bock drauf hatten. Aber am Ende des Tages hat man nur ein Leben. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ich schaffe das einfach zeitlich nicht mehr. Mhm. Und es macht mir dann auch nicht mehr so viel Spaß, immer wieder das Gleiche, die gleichen Kundenprojekte zu sehen und so weiter. Und ich will einfach Bock darauf haben und es geht nicht nur ums Geld. Und das war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich muss da raus. Und zum Glück hatte ich einen Partner, der das verstanden hat und der mit mir an einem Strang gezogen hat. Und dann konnten wir da einen Verkaufsprozess starten. Interessant. Eine ganz wichtige Frage. Ich habe jetzt schon viele Interviews auch mit erfolgreichen Menschen geführt oder generell und ich unterhalte mich auch gerne mit Leuten, die Machermentalität haben, die Lust haben, im Leben was zu erreichen. Das stempelt sich auf jeden Fall schon mal ab. Das ist ein Kompliment von mir. Das brauchst du auch gar nicht, weil du ja selber weißt, was du da aufgebaut hast. Da kannst du auch definitiv auch stolz drauf sein. Aber trotzdem wollte ich es gesagt haben. Ich finde es krass, dass du gerade gesagt hast, ja, und nebenbei habe ich das und das noch gemacht, dann habe ich das und das, habe ich mal noch eine Immobilie gebaut, das und das. Viele haben mir immer gesagt, ey Felix, konzentriere dich, Fokus auf ein, zwei maximale Sachen. Wie kannst du denn auf 8, 10 Hochzeiten tanzen? Wie funktioniert das? Ja, spannende Frage. Also mein Problem ist einfach, dass mir langweilig wird, wenn ich immer das Gleiche mache oder nur eine Sache mache. Das ist vielleicht auch meine größte Schwäche, vielleicht auch meine größte Stärke, je nachdem, wie man das sieht. Aber wenn ich immer nur ein Geschäftsmodell mache, dann glaube ich immer, ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe mich da so tief reingefuchst und ich habe auch Bock, immer mich so tief da reinzugraben, dass ich wirklich im Thema bin. Nur das wird mir halt schnell langweilig. Und dann suche ich mir ein Zeitprojekt, eine Herausforderung, wo ich sage, ey, das kann ich gar nicht. Ich will das aber jetzt wissen. Mhm. Ne? Und dann haben wir mal zum Beispiel ganz früh, damals auch in der gleichen Konstellation, wie wir die Agentur quasi gegründet haben, Studiplotter gegründet. Ein
in Anführungsstrichen Startup, um so Großformatdrucke in günstiger anzubieten. Also was völlig anderes, hatte gar nichts mit meiner tatsächlichen Arbeit zu tun. Hat auch nicht funktioniert. Also haben wir dann quasi eingestellt, haben zum Glück alles noch verkaufen können, aber haben damit gar keinen Gewinn gemacht, sondern eher Verlust. Aber es war halt eine Lesson learned, weil wir festgestellt haben, ey, das hat nicht so skaliert, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder wir kriegen das nicht auf so einen Punkt, dass so viele Menschen das in der Geschwindigkeit bestellen, dass das jetzt ein richtig mega Ding wird. Wäre es vielleicht geworden, wenn wir das weiter durchgezogen haben. Vielleicht haben aber auch die, die das übernommen haben, das jetzt groß gemacht, das habe ich gar nicht mehr verfolgt. Aber aus unserer Sicht war das halt kein krasser Erfolg. Ach, da hast du auch nicht mehr geschaut, okay, sind die jetzt irgendwie, haben die jetzt daraus ein Milliardenunternehmen gemacht? Nein, gar nicht mehr. Einfach hast du einfach, ich will nichts mehr wissen. Da habe ich einfach gesagt, weg mit Schrecken, Hauptsache weg. Okay. Einfach, weil mich das auch belastet hat, weil natürlich ein Misserfolg nicht angenehm ist. Klar. Hast du da richtig Kohle verbrannt? Also ja, also schon fünfstellig, aber okay. Jetzt nicht, dass es existenzbedrohend war. Okay, ja. Aber ich glaube, das tut schon ordentlich weh. Aber ich sage euch eine Sache. Und ich habe gerade Freunde bei mir im Freundeskreis, den muss ich auch einfach mal grüßen, auch einfach mal loben. Ich habe den auch gestern, also das ist auch für mich ein Learning, vielleicht kennst du dieses Learning auch. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe gemacht, habe die drei Jungs da eingeladen und habe eine Sprachnachricht geschickt. Habe angefangen, hey Männer, ich wollte einfach mal jetzt mal loswerden. So, ich war heute bei euch in eurem Testzentrum, habe mich testen lassen auf Corona, damit ich gleich ins Fitnessstudio fahren kann. Und ich bin einfach stolz, was ihr hier aufgebaut habt. Ihr habt eine Lücke gesehen, im System gefühlt. Habt jetzt 5 Standorte aufgemacht, wo ihr die Leute testen könnt. Ihr macht mehrere tausend Tests am Tag. Den Staat nehmt ihr ordentlich auseinander gerade, verdient gutes Geld. Und vorher haben die immer so Sachen gemacht, so, ja, die haben Sachen probiert. Zum Beispiel, die waren in der Immobilienbranche ein bisschen tätig. Es lief, glaube ich, einigermaßen okay, aber jetzt, glaube ich, nicht so gut, wie es jetzt gerade bei denen läuft. Aber das Learning wollte ich denen auf jeden Fall mit auf den Weg geben, denn man muss erstmal ins Machen kommen. Wenn ihr nur zu Hause sitzt, was soll passieren? Also am Ende des Tages sind die jetzt auch nicht mega auf die Schnauze gefallen mit deren Sache, wie zum Beispiel vielleicht du, wo du gesagt hast, du hast 5-stellig verbrannt. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt ging es dir, glaube ich, auch finanziell jetzt nicht schlecht, oder? Auf jeden Fall nicht gut. Okay, gar keine Frage, ne? Aber du hast ein Learning rausgehabt. Und wenn man einmal richtig auf die Schnauze fällt, dann nur noch du. Stehst du jetzt auf oder bleibst du auf dem Boden und heulst? Das ist absolut so. Und ich glaube, jeder erfolgreiche Unternehmer oder Unternehmerin ist schon mal auf die Fresse gefallen und hat irgendwo richtig Tränen im Gesicht gehabt. Und ich meine, das habe ich auch gehabt. Ich habe Situationen gehabt, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob wir nächsten Monat noch die Gehälter bezahlen können und ob das alles funktioniert. Und natürlich kann man dann immer sagen, hey, man ist kurz vor der Pleite und man steckt den Kopf in den Sand oder man sagt, was ist der Ausweg? Und natürlich war für mich immer der Ausweg, härter arbeiten, härter an mir arbeiten, ehrlicher zu werden, ehrlicher mit mir selber zu sein, ehrlicher mit meinem Umfeld zu sein und dann alles in die Waagschale zu werfen. Zum Glück hatte ich immer Partner, die das mitgemacht haben und die in der Situation dann auch mit mir an einem Strang gezogen haben, weil ohne einen Geschäftspartner, der dann mit dir an einem Strang zieht, kannst du sowas gar nicht durchziehen. Deswegen gründet man, glaube ich, auch im besten Fall dann meiner Meinung nach zu zweit, weil am Ende des Tages, kein Mensch ist perfekt, jeder hat seine Stärken und Schwächen und zum Beispiel Sascha und ich ergänzen ja auch extrem gut. Ich glaube, das würde gar nicht so funktionieren, so wie wir uns das vorstellen, wenn wir beide so Dickköpfe wären wie ich vielleicht oder so Dickköpfe wie Sascha. Wir haben beide unsere Sachen und wir wissen, okay, der eine legt darauf Wert, dann respektiert Sascha das und ich respektiere seine Sachen und deswegen funktioniert das Ganze, glaube ich, so gut. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ja, als du deinen Exit hattest damals, das war ja auch ein guter Freund. Da geht es ja um Geld. Abschließendes Thema jetzt nochmal. Streitet man sich da nicht oder gibt es da keine Probleme? Oder wie war das bei euch? Hast du gesagt, ich will Summe XY? Und er sagt, oh nein, das zahle ich nicht. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr da eine Lösung gefunden? Also ich kann natürlich oder will natürlich gar nicht um Details sprechen, ja. Aber im Groben und Ganzen haben wir uns nie gestritten. Ganz im Gegenteil, wir hatten externe Angebote auf dem Tisch und damit hatten wir eine Kenngröße, die objektiv war und haben einfach uns daran orientiert und gesagt, okay, natürlich gibt es einen Abschlag gegenüber einem externen Angebot, weil es gibt natürlich eine persönliche Relation, aber das kann natürlich auch nicht so exorbitant sein, dass man selber gar keinen Spaß hat. Nee. Ja, cool. Ich hoffe, ihr konntet da so ein paar Sachen mitnehmen. Du hast ein bisschen über Misserfolge gesprochen, aber auch ganz wichtig, und das war mir jetzt persönlich nochmal wichtig, das Thema angesprochen, dass man was machen muss. So, abschließend, ich habe viele junge Zuschauer oder generell auch ein jüngeres Publikum. Ich sage das oft meinen Interviewpartnern, was würdest du den jungen Menschen heute mitgeben oder sagen wir deinem 18-jährigen Ich? Ich will gar nichts mehr sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Der Christian übernimmt jetzt. Ich hoffe, mit einer kleinen Motivationsrede noch vielleicht, dass ihr ja sofort ins Machen heute noch kommt. Lasst Liebe da bei dem Kanal, lasst ein kostenloses Abo da, einen kostenlosen Like und schaut auf jeden Fall auch bei Christian vorbei. Ist auch unten verlinkt. Und ja, die letzten Worte hat Christian. Ich bin gespannt.
Also ich glaube tatsächlich, dass der erste und wichtigste Punkt ist, anzufangen. Der zweite Punkt ist, es gibt kein risikoloses Geschäft. Wir alle glauben, wenn wir angestellt arbeiten, und das hat mein Umfeld mir auch immer gesagt, dann ist das risikofrei und das sollten wir machen. Ehrlicherweise ist das gar nicht risikofrei, ihr seid irgendwo von abhängig und wenn irgendjemand im Unternehmen die falsche Entscheidung trifft, ist euer Job wahrscheinlich auch weg. Traut euch, fangt einfach an und ich glaube ganz, ganz fest, dass die Zukunft für uns alle eher unternehmerisch und selbstständig ist. Wir können irgendetwas besonders gut und das sollten wir herausfinden und dafür werde ich einmal in die Scheiße packen, zweimal, dreimal, viermal und irgendwann wird es funktionieren. Glaubt an euch und fangt einfach an.